So. Ruhig, ganz ruhig. Und noch ein bisschen von dem Shampoo, das unsere Mama so mag. Und jetzt noch einen Schuss von dem Schaumbad. Was? Das gefällt dir nicht, Clementinchen? Soll ich vielleicht noch was anderes holen? Wir haben, glaube ich, noch etwas Grünes und was Blaues. Ist ja gut, das reicht doch. Sie muss richtig strahlen, wenn sie morgen vor der ganzen Klasse auftritt. Spritz nicht so! Warte, gleich bist du fertig. Nicht doch mit kaltem Wasser. Siehst du nicht, wie sauer Clementinchen schon ist? Wir müssen das Shampoo rausspülen. Jetzt nimm sie raus und gib sie mir her. Und jetzt ist Clemens dran. Bring ihn her. Ganz ruhig, mein Clementinchen. Lauf, Clemens! Wo ist er denn? Dann bring ihn schon her! Clemens! Clemens, wo bist du? Willst du Versteck spielen? Na los, das Wasser wird kalt. Du willst nicht? Jetzt komm schon, na los, das Badewasser wartet. Los, jetzt hab dich nicht so. Siehst du, Clementinchen strahlt schon und du? So. Guck dich mal an, du bist ein richtiger Schmutzfink. Ja. Der tut, als ob er wasserscheu ist. Ach du meine Güte, ist der schmutzig. Ah, der Bauch sieht am schlimmsten aus. Hey. Wasch ihn den Bauch. Was soll denn das? Kommen Sie schnell in die Mühle! Was hat er denn plötzlich? Irgendwas stimmt nicht. Sieht aus, als ob er krank wäre. Komm halt, Branka! Mit Clemens ist was nicht in Ordnung! Was ist los? Hier, guck ihn dir an. Sowas hatte er noch nie. Er hat bestimmt den Gänsestress. Das ist so eine Krankheit, die sieht man den Tieren an den Augen an. Dann komm mal, Clemens, schau mich an. Ganz ruhig. Sieht wirklich nicht gut aus. Er muss zum Tierarzt. Was? Gleich zum Tierarzt? Wann soll das? Das muss sein. Was ist eigentlich Stress? Du weißt nicht, was Stress ist? Auf jeden Fall messen wir Temperatur. Vielleicht hat er Fieber. Hol das Thermometer. Ist gut. Armer Clemens. Bitte beeil dich! Hier, bitte. Ganz ruhig. Hey, spinnst du? Nur bei Menschen misst man die Temperatur unterm Arm. Mach ihn dem Schnabel auf. Oh je, Clemens hat reingebissen. Er hat ein ganzes Stück abgebissen. Sieh mal da, da hat er sich verletzt. Stanny, bring mir bitte schnell ein bisschen Jod. Wir müssen es desinfizieren. Ah. Da weiß ich was Besseres. Hier, so ein Blatt. Das ist genauso gut. Gib mir ein Taschentuch. Ist ein altes Hausmittel. Anja! Clemens ist krank, stell dir vor! Wir müssen ihn gleich zum Tierarzt bringen. Stanny, tu ihn in einen Korb. Nein, lass ihn lieber in Ruhe. Ich will es mir erst mal ansehen. Stanny, geh schnell und hol Dr. Mahlzeit. Los, beeil dich. Bin schon unterwegs. Hier, schau mal. Da hat er sich im Schnabel verletzt. Ach, das ist nicht so schlimm. Das andere hier ist aber was Ernstes. Das Beste ist, wir decken ihn zu.
Kleine, ganz ruhig. Wir helfen dir schon, Clemens. Bestimmt. Was soll ich denn da tun? Ich bin Tierarzt. Ja, ja, Clemens ist doch eine Gans. Ja. Ja, hier finde ich es bestimmt. Zeig mal. Lass mich doch lesen. Hab dich nicht so. Nimm mal. Wozu liest du das? Weil ich was über Stress suche. Das ist ein Heft über die Pflege von Babys. Die einzigen, die noch keinen Stress kennen. Oh, ihr habt also meine kleine Wanne. Was sehe ich denn da? Überall suche ich mein Shampoo und ihr habt es. Ja, Mama, wir haben es aber gebraucht. Das kommt nicht in Frage. Anja, fass mal mit an. Ich habe Clementinchen gewaschen, weil wir morgen in der Schule unsere Gänse im Biologieunterricht vorführen sollen. Clementinchen? Und was ist mit Clemens? Bleibt der schmutzig? Na, Anja? Clemens ist krank. Er muss vielleicht sterben. Sterben? An was denn? An Stress. Kannst du mir nicht erklären, was Stress eigentlich ist? Stress? Tja... Wie soll ich das erklären? Das ist sowas, wenn der Mensch sich zu viel Sorgen macht. Dann gerät er oft in einen Zustand, dass er gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Ja, und das ist Stress. Ja, was sehe ich denn da? Clemens scheint ganz nach seinem Adoptivvater zu kommen. Was meinst du damit? Er scheint auch was gegens Baden zu haben, genau wie Stani. Schaut mal, der Todkranke. Guten Tag, Frau Dent. Guten Tag, Doktor. Hier soll jemand im Sterben liegen. Da ist er. Ja, weißt du, Stani, er war todkrank. Das verstehe ich. Es tut mir ja sehr leid, Herr Doktor, aber es hat sich herausgestellt, dass Clemens nur wasserscheu ist. Und sowas heilt ja sehr schnell wieder. Ja, aber was ist mit der Gans da? Clementinchen, was soll mit der sein? Was habt ihr mit ihr gemacht, ne? Ich hab sie nur gewaschen. Aha, gewaschen hast du sie also. Und wahrscheinlich mit dem Zeug hier, was? Ja. Ja. Ach. Mit Clementinchen, Herr Doktor. Beim Waschen mit dem Shampoo habt ihr das natürliche Fett auf den Federn entfernt. Das braucht sie aber als Schutz. Aha. Wie ist das denn? Nein, das ist falsch. Keine Angst, deine Gans wird bald wieder gesund. Ich habe meine Gans wieder. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wie geht's unserem Clementinchen? Ach, das Schlimmste ist schon vorbei. Heute geht es ihm viel besser. Clemens, ja? Gefällt euch was? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, das ist aber schön, dass du die Gans mitgebracht hast. Wie heißt sie denn? Clemens. Clemens. Sehr schön. Also fangen wir an. In der heutigen Unterrichtsstunde wollen wir uns mit der Klasse der Vögel befassen. Und Clemens ist unser lebendes Beispiel. Und was, frage ich euch als erstes, ist die Haupteigenschaft der Vögel, na? Wer von euch weiß es? Na, dass sie fliegen können. Fliegen. Oh, nimm du ihn, Bärbel. Die anderen gehen weg. Clemens, bleib da.
Eisberge, komm. So, wieder auf den Tisch. Ich tu Guck dir doch... Guck mal, Clemens hat eine neue Freundin.